Mein Name ist Ulrike Zuberl und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur Folge 33 der Reihe über Göttinnen und Götter, Helden, Dämonen und große Magier. Und heute möchte ich Ihnen ein Buch vorstellen, das aus Südkorea kommt und von einem berühmten südkoreanischen Dichter geschrieben ist, Hwang Sok-yong, geboren am 4. Januar 1943 in der Mandschurei im heutigen China. Und dieses Buch heißt Princess Bari. Existiert dieses Buch noch nicht auf Deutsch. Es ist ein wunderbares Buch, was ich Ihnen sehr empfehlen will. Man kann es auf Englisch lesen und man kann es auf Französisch lesen. Und wer dieser Sprachen mächtig ist, der sollte sich doch bitte, bitte dieses Buch besorgen, weil es ist ein ganz besonderes Buch und eine so besondere Schilderung eines mythischen Wesens aus einer lang vergangenen Zeit, in der Südkorea auch noch ganz vom polytheistischen Glauben und auch buddhistischem Glauben umfangen war. Und diese Zeit wird in die Moderne verlegt und verbindet Altes und Modernes so wunderbar und so eindrücklich und so politisch, wie ich es sonst in der Literatur bis auf so, ich, das ist für mich eines der eindrücklichsten Beispiele, wie alte Mythen und moderne Politik sich verbinden. Zunächst zu Hwang Sok-yong, also geboren 1943, er hat dann in Seoul studiert an der Uni Dongguk, Philosophie, und hat sich schon früh als politischer Mensch erwiesen. Er wurde schon 1964 ins Gefängnis geworfen aus politischen Gründen. Er hat danach in einer Zigarettenfabrik arbeiten müssen. Er hat teilnehmen müssen am Krieg der Amerikaner in Vietnam 1966 bis 1969, und das hat er völlig widerwillig getan, weil er gesagt hat, was für einen Sinn sollte es denn haben, auf Seiten der Amerikaner zu kämpfen und ihrer imperialistischen Vorstellungen. Ein Gedenk meines Vaters, der auf japanischer Seite im Zweiten Weltkrieg gegen die Amerikaner kämpfen musste. Es ist einfach eine absurde Situation. Und Südkorea und Nordkorea sind bis heute eben Spielballen zwischen dem westlichen und amerikanischen Einfluss und einem chinesisch, ja auch russischen Einfluss, kommunistischen Einfluss geblieben. Er musste in Südvietnam dann nach Massakern an Zivilisten den Platz räumen, was ihn sehr, sehr beeindruckt hat, und hat in sehr vielen seiner Romane und Theaterstücke diese Geschehnisse schriftstellerisch verarbeitet. 1980 kommt es zu einem Aufstand in Gwangju der Jungen, der sich befreien wollen, auch von der Diktatur Park Chung-hees. Und mehrere Mitglieder seiner Theatergruppe werden dabei ermordet. Er kommt auch wieder ins Gefängnis, geht dann 1989 im Versuch, Nordkorea und Südkorea zumindest auf der Ebene der Literaten ja, zu verbinden, nach Pyongyang, also nach Nordkorea, gerät in den Verdacht, ein Spion zu sein und muss ins Exil nach New York gehen. Er kommt dann auch für längere Zeit nach Deutschland und kehrt erst 1993 nach Südkorea zurück. Wieder kommt er ins Gefängnis. Er durchmacht mehrere Hungerstreiks und wird erst 1998 entlassen.
Aber er erhält dann schon ab 1989 folgende viele, viele Preise, viele Literaturpreise. Und er ist einer der bekanntesten und berühmtesten Dichter Südkoreas. Viele seiner Werke oder einige seiner Werke sind auch schon ins Deutsche übersetzt worden. Leider Gottes dieser Roman Prinzess Bari nicht. Erschienen 2007 in Englisch, auf Englisch und dann Französisch 2013. Worum geht es in diesem Roman? Der Roman spielt zunächst in Nordkorea, in Changjin im Osten am Meer von Nordkorea. Dort gibt es eine Fischerfamilie, die sechs Töchter hat und mit ihnen gemeinsam lebt die Großmutter und der Onkel. Und nun wird die Frau ein siebtes Mal schwanger und wieder wird ein Mädchen geboren. Und der Vater beschließt nun, dieses Mädchen aufzugeben. Das Mädchen wird gefunden von einem Hund und die Großmutter schützt sie und gibt ihr den Namen Bari nach einer großen südkoreanischen Göttin und Schamanin. Und wie die Großmutter hat auch dieses Mädchen Bari schamanistische Fähigkeiten. Sie kann mit Geistern kommunizieren. Ihr Hund Hindung und später Chilsong, der ein weißes Fell hat und sieben Sterne Chilsong heißt. Mit diesem Chilsong wird sie dann große Unterweltreisen unternehmen. Der Vater bekommt eine Stelle in Musan, das ist im nördlichen Nordchina, und kann dort an einem Fluss, dem Tumen, der China und Russland und Nordkorea trennt, arbeiten. In dieser Zeit stirbt der nordkoreanische Diktator Kim Jong-il und der Onkel flieht nach China über den Fluss und dann schließlich nach Südkorea. Es herrscht große Hungersnot in Nordkorea. Der Onkel hat viele Schulden hinterlassen, sodass die Familie jetzt wirklich in große Not gerät. Und aus politischen Gründen, weil eben der Onkel auch geflohen ist aus dem kommunistischen Norden in ein kapitalistisches Süden, Südkorea, wird die Familie getrennt. Mutter und Schwestern kommen in ein Arbeitslager und Bari mit dem Vater und seiner Mutter und einer Schwester, Hyuni, und dem Hund Chilsong aufs Land. Es gelingt ihnen die Flucht über den Fluss Tumen nach China und dort überleben sie für lange Zeit in der Wildnis, in einer Hütte, unter den härtesten Bedingungen. Die Schwester stirbt. Schließlich sucht der Vater wieder nach seiner Frau und den Kindern in der Heimat und Bari wird allein zurückgelassen mit der Großmutter. Schließlich stirbt die Großmutter auch und Bari und ihr Hund Chilsong versuchen nun nach Nordkorea zurückzukehren, um ihre Familie zu finden. Sie geraten in eine große Feuersbrunst und der Hund stirbt. Und es bleibt ihnen keine andere Möglichkeit, als wieder zurückzukehren nach China, wo sie schließlich auch einen Onkel findet, der dort lebt, den Onkel Loches Salamander. Und dieser Onkel hilft ihr. Bari kann in einem Massagesalon arbeiten, wo sie Fußmassage ausübt und findet dort zwei chinesische Freunde. Shang und Shu in der Stadt Dalian, das liegt in Nordchina. Die drei eröffnen ein Nagel- und Massagestudio und es scheint ihnen besser zu gehen,
bis sich herausstellt, dass der Vorbesitzer dieses Studios große Schulden hinterlassen hat, die von den Schuldnern eingetrieben werden. Und die drei müssen nun fliehen. Es bleibt ihnen gar nichts anderes übrig, als zu fliehen. Sie begeben sich in Hände von Kriminellen, von Schlangen, die sie ihnen versprechen, sie mit dem Schiff in einem Container nach England, nach London zu bringen. Der Tag der Abreise kommt. Shang und Bari kommen auf das Schiff, aber Shu wird daran gehindert, mitzureisen. Auf diesem Schiff erleben sie Schreckliches in diesem Container und schließlich kommen sie nach einer langen, langen Fahrt, die wirklich eine Höllenfahrt ist, in London an. Shang wird in ein Bordell gesteckt und Bari glückt es, in einem Massagesalon wieder unterzukommen und ihre Schulden für die Überfahrt abzuzahlen. Aufgrund ihrer außergewöhnlichen schamanistischen Fähigkeiten, aufgrund ihrer Hellseherei. Sie kann einfach mit dieser Fähigkeit auch ihre Kunden ganz besonders zufriedenstellen, unter anderem eine Madame Emily. Aber sie ist nach wie vor eben eine illegal Eingereiste in England und die britischen Ausländerbehörden sind hinter ihr her. In der größten Not lernt sie einen Mitbewohner des Hauses kennen, den Großvater Abdul, einen Muslim, der sie versteckt. Und dieser Abdul hat einen Enkel, Ali, und in den verliebt sie sich und die beiden heiraten. Das Schicksal will es, dass am 11. September 2001 ein großer Terroranschlag in den USA stattfindet und von daher nun auch die Muslime in der westlichen Welt einem erneuten und verstärkten Druck ausgesetzt sind. Der Bruder Alis geht von England nach Pakistan und Ali sucht ihn und verlässt Bari. Bari gebiert allein eine Tochter, die sie großziehen will. Und in dieser Zeit kommt die Chinesin Shang, die eben in einem Bordell gearbeitet hat und auch heroinabhängig ist, zu ihr und bittet sie um Hilfe. Sie will aus ihrem Milieu raus und Bari sieht, wie schlimm es ihr geht und will ihr helfen. Sie muss aber zur Arbeit und bittet Shang nun, auf das Kind aufzupassen. Aber Shang hat nichts Besseres zu tun, als sie auszurauben, um eben wieder an Rauschmittel zu kommen. Sie verlässt das Kind stirbt durch einen Sturz über eine Treppe hinab auf der Suche nach der Mama. Als Bari zurückkommt, findet sie ihr Kind tot auf und nun geht sie wieder in ihren Träumen auf eine Unterweltreise, um nach dem Lebenselixier zu suchen, das ihre Tochter zum Leben erweckt. Es geht ihr ganz schlecht. Schließlich kehrt sie in das Leben zurück. Ali kommt zurück. Die beiden kommen wieder zusammen. Es entsteht der erste Funke Hoffnung in den beiden. Sie eröffnen einen Kebabladen. Es scheint aufwärts zu gehen. Und da werden sie Zeuge eines Terroranschlags auf einen englischen Bus. Und die beiden bleiben ohne Hoffnung zurück, ohne Hoffnung, dass ihr Schicksal jemals besser werden könnte und dass sie aus diesem Hölle der Unterwelt, die sie auch eben in England erleben, herauskommen könnten. Ich habe noch nie eine eindrücklichere Literatur zu den Schicksalen von Flüchtlingen gelesen, die über Container zu uns kommen.
Und diese Flucht über Container aus fernen, fernen Ländern, die dann eben auch in England zum Teil erstickt in Containern aufgefunden worden sind, dieses Schicksal schildert er eindrücklich in diesem Buch Prinzess Bari. Und er greift dabei auf einen Mythos zurück, der uralt ist in Südkorea, auf dem Festland, in unendlich vielen, über 100 Versionen immer wieder erzählt wird, und zwar der Mythos von der Prinzessin Bari. Bari heißt auf Deutsch so viel wie aufgeben, auch wegwerfen, und schildert nun die Geschichte eines jungen Mädchens, das die siebte Tochter eines Königspaars ist. Ein König und ein König, Königin heiraten und bekommen sechs Töchter hintereinander. Und in der Hoffnung auf einen Sohn wird die Königin zum siebten Mal schwanger. Doch wieder wird es eine Tochter, eben die Bari, und die wird ausgesetzt. Und in einem Version des Mythos geht es dann so weiter, dass Bari von Fischerleuten großgezogen wird und dann erfährt, dass ihre leiblichen Eltern, das Königspaar, schwer krank sind. Bari entschließt sich daraufhin, in die Unterwelt zu reisen, auf der Suche nach dem Lebenselixier, einem heiligen Wasser oder der Blume des Lebens. Und es gelingt ihr tatsächlich, in die Unterwelt zu kommen, über den toten Fluss hinweg. Sie muss dort den Wächter des heiligen Wassers heiraten und wird zur Begleiterin der Toten ins Totenreich. Sie wird dort zu einer Totengöttin und zur Helferin von Toten, die eben nun in das andere Leben geleitet werden. Sie ist eine Göttin, die hoch verehrt ist in Korea. Und zwar als große Heldin, als große Liebende ihrer Eltern und als große Schamanin. Das ist eine Unterweltsgöttin, die man anruft, wenn man den Totenritus abhalten will. Und eben ihre Aufgabe ist es, im Westen nach dem Lebenselixier zu suchen unter westlichen Himmeln. So reist Bari eben durch die Unterwelt und in die Unterwelt, wo sie nun Seelen rettet vor einem schrecklichen Schicksal dort in der Hölle. Es gelingt ihr im Mythos tatsächlich, das Lebenselixier für ihre Eltern zu finden. Sie kehrt zurück ins Reich der Lebenden und kann ihnen dieses Lebenselixier, das heilige Wasser und die Blume des Lebens reichen. Und wird eben von daher gesehen dann in Südkorea ganz stark verehrt. Und als Schamanin hat sie eben auch einen tierischen Begleiter. Und das ist im Fall von der Prinzessin Bari, so wie wir sie in dem Roman erleben, ein Hund, Chil-Song, der sieben Sterne bedeutet. Der Mythos von der Prinzessin Bari ist auf dem Festland ganz stark verbreitet. Sie wird immer wieder angerufen als Totenbegleiterin. Und Hwang Seok-jong hat diesen Mythos gewählt, um nun das Schicksal von Flüchtlingen aus diktatorischen Gesellschaften Asiens, aus Korea zu beschreiben. Und er beschreibt den Weg in der Illegalen, in den Containern als Reise in die Unterwelt, als Höllenfahrt. Und das ist eindrücklichst geschildert. Er greift einen ganz alten Mythos aus und bringt ihn vollkommen modern in einem Roman unter. Er politisiert ihn. Er beschreibt die Welt Koreas in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts, den Konflikt zwischen Nord- und Südkorea auch. Und gleichzeitig zeigt er, wie lebendig auch noch diese
Der Glaube an Schamanen, auch das sind vor allem auch weibliche Schamanen, Schamaninnen, wie die in Südkorea, dieser Glaube an sie noch lebendig gehalten wird, bis heute. Die schamanistischen Fähigkeiten werden zum Teil vererbt in weiblicher Linie. Man bemerkt sie sehr früh und bemerkt es eben auch an dieser Bari sehr, sehr früh, die als einzige in der Familie eben zum Beispiel ihre stumme Schwester versteht und die Hundesprache kennt und die Geister der Toten um sich sieht. Und so ist dieser Mythos des Mädchens, das in einer armen Fischerfamilie groß wird, übertragen auf eine Familie, die in Nordkorea erlebt und dort die Hungersnöte erlebt. Und dann versucht, über China auszureisen. Der Roman schildert das Elend der Armen, die Ungerechtigkeiten dieser Welt, die Grausamkeiten, die Menschen durch andere Menschen erfahren, aber auch Grausamkeiten, die sie durch die Natur erfahren. Zum Beispiel in China das Leben Bari, ihrer Schwester und dem Vater und der Großmutter in einer Hütte. Das wird eindrücklich geschildert. Baris Reise nach England im Container, im Schiffsbauch, ist nun ihre schamanistische Initiation. Sie wird quasi in diesem Schiffsbauch zerrissen. Das ist ein Moment, das alle Schamaninnen erleben müssen. Und wird dann quasi mit neuem Fleisch eingehüllt, um dann aus dem Reich der Toten in das Reich der Lebenden zurückkehren zu können. Und diese Reise in dem Schiffscontainer, dort hat sie einen Begleiter in ihrer Traumwelt, nämlich die Großmutter und den Hund Chilsung. Ein bisschen möchte ich Ihnen diese Reise schildern. Ich übersetze ein bisschen aus dem Englischen. Das finde ich sehr, sehr eindrücklich, weil man da das Schicksal dieser Containerflüchtlinge, der grausame Umgang des Personals mit ihnen, die Vergewaltigung zum Beispiel der Frauen, das Überbordwerfen der Toten als Höllenfahrt der mythischen Prinzessin Bari erlebt. Und das wird so in der Waage gehalten, der reale Hintergrund, der von ihr als mythische Höllenfahrt erlebt wird. Das ist ganz eindrücklich geschildert. Und ein bisschen will ich Ihnen das vorstellen. Also, I stripped off my shell of a body. Sie verlässt ihren Körper mehrmals während dieser langen Tage der Dunkelheit und ich folgte Chilsung, ihrem Hund, hinunter den weißen Weg zu, um meine Großmutter zu sehen. Einmal, als sie kurz innehängt, hält und um sich schaut, realisiert sie, dass die Welt der Toten sich nicht unterscheidet von dem Platz, auf dem sie sich jetzt befindet, im Schiff reist sie durch die verschiedenen Ebenen der Anderwelt. Sie liegt mit geschlossenen Augen und ihrem Rücken auf dem Schiffsdeck, also auf dem Fußboden des Schiffs und fühlt, wie die Wellen sich heben und fallen. Sie hört das Geräusch der Maschinen. Und ihr Geist erhebt sich in die Luft. Sie verlässt ihren Körper und geht nun eben auf diese Höllenfahrt. Chilsung erscheint, sein weißes Fell und sein Schwanz wedelt in vor ihr. Und die beiden bewegen sich nun auf einem weißen Pfad entlang durch die Schwärze dieser Nacht, und der weiße Pfad
es wie ein Gürtel von Mondlicht. Nach einem langen Weg kommen sie zu einem Ufer, wo ein helles Licht erscheint und sich eine Brücke über den Fluss erhebt. Die Brücke ist erleuchtet und sie sieht, wie ihre Großmutter ihr entgegenkommt, eingekleidet in ein weißes Gewand und ihr zuruft: Bari, komm diesen Weg, Bari, come this way. Die Großmutter geht ihr voran und Tilsung und sie folgen auf dieser Regenbogenbrücke. Und sie hört nun, wie sie darüber schreitet, die Stimmen aus dem dunklen Wasser darunter. Voices crying out to be saved. A woman's ragged screams, weeping and wailing, groans of pain. A baby bawling, voices moaning under the lash, dying breaths. Teeth chattering as voices cried out about the cold. Shrill screams following one after the other, wailing about the heat. Hollow giggles from going mad. I could barely bring myself to cross the bridge. Und jetzt hört sie eben die Stimmen der Toten, die in dem Fluss unter der Brücke sich befinden, ihre Heulen, ihr Stöhnen, der Atem, der erstirbt, die Zähne, die klappern, und das verrückte Lachen von Personen, die verrückt werden. Und sie kann kaum über diese Brücke gehen. Und in diesem, das ist das Wunderbare beschrieben, wie sie eben sozusagen in diesem dunklen Schiffsbauch sich auf diese spirituelle Reise begibt und um sich herum eben das Gestöhne ihrer Mitreisenden in diesem Containerschiff erlebt. Und die Großmutter sagt: Hör nicht zu und schau nicht zurück. Wenn du von diesem Pfad weggehst, dann wirst du dein gutes Karma verlieren. Sie kann sich sozusagen nur retten, indem sie sich auf diese spirituelle Reise begibt. Nun reist sie weiter und erlebt dann viele Dinge in dieser Höllenfahrt. Sie lernt 10 große Könige kennen und die Großmutter lehrt sie nun ein schamanistisches Lied, das die Geister der Toten trösten soll. Dieses Lied kennt sie von ihrer Großmutter her. Und die Großmutter hat ihr eben immer wieder von der Prinzessin Bari erzählt. Und dieses Lied geht so: Ah, ah, ihr toten Geister, bei dieser Tür, die sich zwischen den Welten öffnet, bete ich bete zu den Bergen, zu den Flüssen, zu denen ihr gebetet habt, ihr hungrigen Geister, ihre verhungerten Geister. Was wird aus den Körpern, die ihr einstmals trugt? Kehrt zurück, geht ins Paradies, kommt zum Leben, ihr seid ohne Sünde, legt eure Bürden ab. Also der schamanistische Song, das schamanistische Lied hilft den Toten, sich aus den Höllenebenen zu befreien und in eine paradiesische Anderwelt einzugehen. Und das ist dann die Aufgabe, die eben auch konkret die Schamaninnen in Korea haben, diesen Geleit der Toten in ein paradiesisches Jenseits, eine paradiesische Anderwelt. Und das schildert sie im Folgenden und unterschwellig merkt man immer, sie ist eben in diesem Containerschiffsbauch. Sturm ist sie, die See ist stürmisch. Sie sieht the coast of a foreign country, ein fremdes Land erscheint die Küste. Sie erlebt people suffering and struggling to breathe inside a dark container. Leute, die leiden und die versuchen zu atmen innerhalb eines dunklen Containers. Die Leute, die nun von der Schiffsbesatzung
immer wieder nach oben geholt werden. Eine schmale Straße, Narrow Alley, sieht sie, wo Frauen dann in Bordellen arbeiten werden. Nochmal einen stürmischen See und dann sieht sie ihre Begleiterin, eine Chinesin, Xiang, die von dem Schiffspersonal nach oben gezogen wird, in den Korridor, der die Kleider vom Leib gerissen werden. Die versucht sich zu wehren, aber der Mann ins Gesicht immer wieder schlägt, bis sie schließlich kraftlos liegen bleibt. Und dann kommen immer mehr Männer der Schiffsbesatzung, stehen um sie herum, um ihren nackten Körper, drehen sie mal hierhin und mal dahin und tun mit ihr, was ihnen gefällt. Und dann verschwinden sie. Eine Nummer 8, die Flüchtlinge sind auch durchnummeriert, hat sich nicht mehr bewegt und es ist klar, dass sie gestorben ist. Und nun kommt die Besatzung und schlucht und zwei Männer heben den Körper auf, zählen auf drei und werfen ihn fort ins Meer. Das ist ganz eindrücklich geschildert, so eindrücklich eine Überfahrt von Flüchtlingen in einem Container, was sie erleiden müssen und doch eben verbunden mit einem uralten Mythos, der zeigt, dass das eine ewige Geschichte ist. Eine Geschichte, die sich zu allen Zeiten immer wiederholt und zeigt, wie lebendig dieser Mythos der Höllenfahrten ist. Und das ist großartig beschrieben. Eine Welt, in der man zu niemandem Vertrauen haben kann. Selbst zu ihrer Gefährtin, der Shang Yi, die eben sie auch um Hilfe bittet und dann nichts tut, als anderes tut, als sie auszurauben und ihre Tochter allein zurückzulassen, dass sie stirbt. Und letztlich wird Bari das Lebenselixier nicht finden. Auf der Reise in die westlichen Länder, in das westliche Paradies nach London, wird sie das Lebenselixier nicht finden. Sie wird in der Hölle bleiben müssen. Und jegliche Hoffnung auf ein schöneres Dasein dort wird vernichtet durch den Anschlag auf einen Bus in England. Und dann wissen sowohl ihr Mann als auch sie, dass keine guten Zeiten für sie anbrechen wird. Es ist so eindrücklich, wie ein uralter Mythos nun auf einmal ins politisch, aktuell politische hier in diesem Buch gewendet wird. Wie man ein Schicksal nachfühlen kann. Ich finde das ganz großartig. Bin wirklich ergriffen als worden, als ich dieses Buch gelesen habe. Und eben hier mal in der Moderne eine uralte polytheistische Welt, uralte polytheistische Vorstellungen von Geister und Schamaninnen und Geisterbeschwörungen so aktuell geschildert, dass ich wirklich beeindruckt bin. Ich kann Ihnen dieses Buch nur empfehlen. Wir werden uns andere Bücher anschauen von modernen Autoren, die andere moderne Themen zur Sprache bringen. Aber dieses anrührende sich einleben in das Schicksal von Menschen, die illegal einreisen müssen, auf der Flucht vor dem Leben in Hölle, in neue Höllen kommen, das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend.